bin der Fuhrer Manuel, bin 26 Jahre alt, wohne in Eisto. Berufstätig bin ich Werkstattchef, Kundendienstberater. In der Freizeit spiele ich Hockey, bin in der Natur unterwegs und bin Gemeinderat in Eisto. Ich kandidiere auf der Liste 20 von der Jung-SVP Oberwallis. Wenn es um das Thema geht, wie ich die Schweiz in einem Hüfejahr gesehen, 2050, dann sehe ich es so, dass der Staat mehr und mehr die Aufgaben zurück an die Kantone gibt. Dass die Aufgaben, zum Beispiel Räumplanung, dass das Sache vom Kanton ist, dass die Kantone da können und den Faden übernehmen und da sagen, was abgeht. Die Industrie wächst nicht nur in den äußeren Kantonen, müssen wir sagen. Auch im Wallis nimmt die Industrie mehr und mehr zu. So zum Beispiel die Lonza. Und das wirkt sich sicher auch auf die Berggebiete aus. Da sehen wir auch wieder einen Anstieg an Einwohnern. Und so geht das alles zusammen wieder bergauf. Die Digitalisierung ist auch im Wallis ein Thema, was euch als Chance, was sich auch als Chance auswirken kann. Sei es im Tourismus, sei es in der Metallindustrie und so weiter. Das ist sicher ein Riesenthema in den nächsten Jahren. Die Umweltpolitik macht heute riesen Schlagziele. Das wird sich sicher in den nächsten Jahren noch sehr viel verbreitern. Und das wird sich nicht nur in der Autoindustrie Auswirkungen haben, wie der Moment viel über Elektro- und Hybridfahrzeug geschrieben und geredet wird. Das wird sich auch in der Wasserkraft zeigen. Und da haben wir sicher im Wallis sehr gute Chancen, sauberen Strom zu erzeugen. Und auf Stand heute kann man da sicher noch ausbauen und noch viel mehr daraus machen. Die Migrationspolitik wird sich positiv auswirken, was zum einen der Wirtschaft zugute kommt. Man kann gute Arbeiter ausbilden, was einen gesunden Rückgang von der Arbeitslosigkeit zurückzuführen hat. Die Gelder, die heute in die AHV, die der AHV heute fehlen dient, die wird man verstärkt zurückholen, weil sie ins Ausland gehen. Und die werden so die AHV stärken, sodass man sicher auch, wenn man dort pensioniert ist, gesunde Finanzen hat und dass man nicht noch da am Geld hinten ansäckelt. Durch die guten Politiker, die wir Zito und Sparo haben, die werden unnötige Gesetze abändern oder sogar abschaffen, sodass jedem Bürger vermehrt einfacher geht, sei es privat oder auch sonst. Wenn er etwas umsetzen will, wird immer das sicher einfacher gehen.